Wisst ihr was, Leute? Ich habe es mir gerade anders überlegt. Ich gehöre doch nicht zum Schmied. Ich ziehe einfach, lauf einfach durch weiter. Weil einfach, ja, ich weiß nicht. Also, ich bin irgendwie. Ich gebe es gerade freiwillig zu. Ich bin gerade irgendwie zu faul, jetzt zum Schmied zu laufen. Und dann wieder hier hin und zurück zu laufen. Ich bin jetzt gerade so schön weit gerade gelaufen. Ich muss ja den ganzen Weg wieder zurückrennen. Da habe ich jetzt echt nicht so eine große Lust drauf. Deswegen werde ich jetzt mal. Igitt. Werde ich erstmal schön hier vom Kopf gesaugt. Pfui, Deivel! Geh runter von mir! Was bist du denn hier? Flabber? Pfui, bah. Ja, geh doch mal weg, Kollege. Oh Gott, jetzt hänge ich hier fest hier. Weil ich kann. Ja, da kommt noch der Fackelträger hier. Komm. Boah, lass mich doch mal hier raus, ey. Geh kaputt jetzt, Mann. Boah. Ich hab schon gedacht, ich sterbe hier gleich. Hat der gerade leicht geschielt beim Trinken oder? Ach ne, ich glaube, der hat auf die Flasche mehr geguckt. Okay, würde ich auch machen hier. So, jetzt muss ich auch nochmal aufpassen. Ich habe das ja leicht so ein bisschen leicht übersprungen, dass hier eventuell auch jetzt die Monster hier von oben angreifen können. Aber sag ich einfach mal Schwamm drüber. Gehen wir mal einfach weiter jetzt. Ja, da oben sind sie schon wieder, diese Mistviecher. Ja, komm mal runter. Ich hab was Schönes für dich. Da. Mit einem Klaps. Ja, komm. Oh, Nummer 1. Kommen die anderen beiden. Zack. Ja, komm her. Obwohl, ich könnte zwei ja nicht tragen. Dann mache ich probably ein bisschen mehr Schaden. Ja, sieht schon ein bisschen besser aus. Sind die richtig mies gelaunt? Ja, kommt, was wollt ihr machen? Ihr Flabbers. Sind eigentlich die easiesten Gegner überhaupt hier. Solange man selber nicht da Mist baut. Oh, zack. Da kommt noch einer. Warte mal, ich traue den nicht. Okay, waren alle. Gut. Komm her, Schlaumeier. Zack. Verschlossen. Ja, ganz geil. Oh, ich habe auch ein Glück hier, ey. Ja, hallo? Ah, ja. Ja, lecker. Lecker, lecker, lecker. Du Ratte. Ich glaube, jetzt wird das lustig hier. Jetzt kommen jetzt die ganzen schönen Wege und Irrgärten und hast du nicht gesehen. Und die ganzen ekelhaften Ratten jetzt hier. Oh. Weil man das gut mit den Kombos drauf hat hier und weiß, wie die Range der Waffe ist. Oh, eine Großaxt. Cool. Eine Axt. Okay. Mein Gott, nimm mich Finger weg. Pfui, Deivel, ey. Stinkenden Viecher hier. Wow. Die verstecken sich auch noch da in den Kisten. Da war ja was. Wenn die andere Ratte hin. Der ist ja von mir geflüchtet. Ne, doch, die flüchtet von mir. Ja, die haben ein bisschen Angst, aber sobald man sie in die Ecke drängt, dann werden sie angriffslustig. So, nehmen wir den. Dich noch kaputt. Da ist die Ratte wieder. Kanalkammerschlüssel. Ah, warte mal. Ich glaube, jetzt kann ich da eventuell mich da oben sicherheitshalber kurz mal hochrennen. Und jetzt das ist, was ich glaube, wäre das ziemlich cool. Gerade zwar respawn ich jetzt wieder alle Gegner. Bin ich jetzt, kann ich jetzt hier nicht mehr raus, oder wie habe ich das jetzt? Ey, nee, komm, mach keinen Scheiß mit mir. Ach, nee, ne? Ey, ehrlich, nee. Nee. Shit. So viel zum Thema zurückgehen. Haha. Geil. Ja, muss ich wohl den sauren Apfel beißen, jetzt hier mich durch diese Wege kämpfen. Namenloser Soldat. Oh, ne. Will ich da lang? Wie will ich da nicht jetzt rein? Da geht ja nicht anders. Gibt doch keinen anderen Weg. Ja, geht.
Was nicht geht, geht halt nicht, ne? Oder bin ich hier irgendwo? Warte mal, ich war noch irgendwo. Sag ich doch, hier ist ein Seil. Ach ja, hier ist da so ein ekelhaftes Loch. Und eine ekelhafte Ratte. Ja, ich laufe mal kurz hier durch das Tor. Ich glaube, da müsste ich, glaube ich. Denke ich mal, erst ist lang. Jetzt kommt die Ratte und greift mich an. Ne, doch nicht. Ah, yo, jetzt weiß ich auch, wo ich wieder ein bisschen bin. Heiliges. Ist mir um Keks. Was der denn, ey? Huka Jaka oder was? I can't stop this feeling. Goodbye. Vielleicht wollte er mir ja gar nichts tun. Vielleicht wollte er mich ja nur freundlich begrüßen. Ich habe ihn jetzt. Au, au. Au, 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 au. Ratten. Du Ratte. Du Ratte. Rettes Empfangskomitee. Da muss ich euch geben, ja. Ja. Den Boss. Hier wird noch ein Bossfight kommen. Das weiß ich ja. Alter, ihr verdammten Mistviecher, ihr. Versaut mir die Kissenaktion. Wenn ihr seid auch noch da drinne? Ja, seltsamerweise nicht. Was haben wir denn hier? Große Scherbe. Ach, so gesehen könnte ich ja jetzt eigentlich auch selber meine Waffen verbessern, oder nicht? Oder muss ich erstmal hier beim Schmied hier das Ding abgeben? Weiß ich jetzt gar nicht. Du Ratte! Hahaha, bestimmt. Nicht. Menschlichkeit. Warte mal eben. Ach, hier bin ich jetzt. Auf der anderen Seite. Ja, normalerweise müsste ich, wäre ich jetzt da runter. Ja, ich bin's auf der anderen Seite. Ja, bin ich jetzt auf deiner Seite so gesehen. Wo willst du hin, hä? Komm her, du Drecksvieh. Nicht so schnell rennen. Schon wegen puncto gefährliches Loch hier am Boden. Da bin ich kein Fan von. Genauso wie ich von euch, ihr Mistviecher. Von euch bin ich erst recht kein Fan. Ihr stinkt und gebt mir auch einen Keks. Da ist eine tote Ratte, also war ich das schon. Ja lol, da kam ich ja gerade jetzt rein wieder. Super geil. Aber da war ja so ein Weg, den ich gesehen habe. Der geht ja hoch. Da will ich jetzt hin. Ich habe schon Verdacht, wer da eventuell jetzt gleich auf mich wartet. Ja toll, das wartet gar keiner auf mich, weil ich jetzt in Dover hier runtergefallen bin. Oh, nein, 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 nein. Nein, lass es. Die verfluchen nämlich. Das will ich nicht. Alter, weichen die tatsächlich nochmal Schlägen aus, ey. Die sehen nicht nur ekelhaft aus. Töte den noch jetzt, Mensch. Zack. Verdammter Mist, da wollte ich jetzt noch gar nicht runterfallen. Da habe ich jetzt nicht richtig hingeguckt. Na ja, kann ich ein bisschen farmen gehen. La da 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 da. Vorsichtig vorgehen. Ah! Ja, super, ist klar. Ich habe den eigentlich voll getroffen. Ach, geh kaputt, du ekelhaftes Vieh. Du glotzt mir so viel. Aber ich will es eher üben, weil ich ja Thema jetzt nicht mehr so viel Flasks habe. Jungs. Ja, ich hoffe mal, dass ich jetzt richtig gelaufen bin gerade. Obwohl, da geht es auch noch lang. Du bist doch so ein Mistvieh. Okay. Ganz ehrlich, komm her. Ja, pfui Deibel. Also ich muss auf jeden Fall in Kondition mehr reinsetzen. Das sehe ich schon so. Das werde ich wohl, glaube ich, auch machen. Wie geht's denn hier? Ja, lecker. Ich gerade schon gewundert, hä? Was guckt denn da? Do, was guckst du? Ich hasse das mit dem ekelhaften Pisszeug. Mhm. Oh,
hier haben wir was. Seelenloser Soldat, ein namenloser Soldat. So, Wasserfroh. Und ekelhafte Viecher. Ja, genau, rotz hier nach oben. Wolltest du mir nicht mal eine schöne Luft hier oben genießen oder was, du Pässlichen? Du Sackratte. So nenne ich dich jetzt. Nenne euch jetzt Sackratten. Weil ihr immer so ein dickes Maul habt, wie so ein fetten Sack. Wie so ein Sack, der gerade am Platzen ist, weil ihm die Hormone zu Kopf wachsen. Wach, du heiliges Ei. Ah, ich hasse das. Okay. Hallo, hallo, ho, ho. Knock. Mein Gott, das ist das der Vieh. Hau ab, du hässlichen Dicken. Du stinkst. Ahaha. Na? Ritter Kirk. Ach du Heiß. Was wird das denn jetzt hier? Ja, super. Ja, ich werde ja noch von irgendeinem Vollidioten angegriffen. Alter Falter. Puh. Also das war jetzt echt eine Überraschung hier. Es geht auch noch hier Invasion. Oh. Oh, Menschlichkeit, schön. Komm her. Zack. Ich kriege hier noch eine Invasion hier noch von irgendwelchen Eierköpfen. Ich weiß es nicht. Und noch von Kirk. Raumschiff Enterprise. Moment, klopf, klopf. Knock, knock. Ja, super, jetzt kommen sie wieder alle angesaust. Hier die ekelhaften Viecher von oben und oben, von rechts nach links. Hau ab, hau einfach ab. Du sollst einfach sterben, Mann. Sagte, du solltest sterben. Ach, ist er ja schon. Stirb! Was ist hier? Ach, ich bin jetzt schon wieder hier oben. Wieder bei den. Warte mal. Oh shit. Ja, ich weiß, was jetzt gleich kommt. Das will ich aber nicht. Noch nicht. Ich fühle mich nicht bereit für solche Kämpfe, ey. Ich weiß nicht, ich habe da, mir fehlt das Selbstbewusstsein und meine Waffe dafür. Was bist du für einer? Mhm, alles klar. Goldharz. Okay. Was ist denn noch so zu bieten? Helm der Weisen. Oh, cool. Komm ich mal eventuell mal vorbei und kauf dir mal alles ab. Aber jetzt im Moment nicht. Gerades Kristallschwert. Kristallgroßschwert. Wow. Der hat ja interessante Klamotten hier. Hallöchen. Gerade noch ein Großschwert auch noch, ey. Und ich liebe Großschwerter doch so schön. Noch nicht. Ja, ich komme irgendwann mal wieder. Was haben wir hier verschlossen? Ach, ich glaube, warum drehe ich mich jetzt hier nicht? Warum mache ich hier keine schönen, eleganten, kleinen Saltos? Das war auch wieder nichts. Hier ist nichts. So, meines Wissens. Ah, warte doch, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin, wieder ein bisschen. Hier hoch. Ja, ich weiß, ich muss jetzt hier hoch. Jetzt kann ich mich mal saven kurz. Dann mache ich mal kurz den Aufnehmen-Pause kurz. Jetzt kann ich hier die Tür öffnen. Ich bin jetzt hier oben. Na du?
Na du? Komm dir irgendwann dahin und trägt dir dein dickes, hässliches Gesicht. Aber erstmal gehe ich saven. Mich Sicherheit bringt, dass ich nicht den ganzen Weg wieder zurückrennen muss, weil wenn ich jetzt irgendwo sterben sollte, dann wäre das richtig uncool. So, Kanalkammer-Schlüssel benutzt. Schön. Hier wartet schon was Schönes für mich. Das kann ich schön mal Leuchtfeuer entzünden. So, dann kann ich erstmal rasten hier. Aufsteigen kann ich schon längst. Ne, kann ich noch nicht. Ja, ich noch kann ich nicht aufsteigen. Noch kann ich nicht aufsteigen. Was war das denn jetzt gerade? Moment kurz. Fernglas. Ach, da war die Wand gerade. Ich dachte schon, was ist da für ein Emblem da drunter? Ich dachte schon, hä? Was ist das für ein Statussymbol gerade? War jetzt gerade total irritiert. Ja, lol, Roffel. So, ich muss kurz nochmal ein paar Klamotten benutzen. Wie viel kostet denn jetzt hier? Sehr namenloser. Stehen hier, wie viel sehe ich überhaupt kriege? Seelen ist verloren in längst zur Hülle geworden in Untot. Mit ihr kannst du Seelen erhalten. Seelen sind in der Quelle aller Lebens und selbst als Untoter oder gar als Hülle strebt ein jeder nach ihnen. Kriegers. Na, ich mach mal erstmal den hier. Ja, das sieht schon besser aus für mich. Gucken wir mal jetzt nochmal. Ach, come on, ey. Nur die paar Punkte jetzt schon wieder, ey. Das hasse ich manchmal so. Oh, komm, wo ist denn nochmal hier? Ein namenloser Soldat. Komm dann. Einen nochmal benutzen. Ja, müsste aber reichen. Aufsteigen. So, ich hatte bereits erwähnt, ich werde mehr wieder in Kondition verwenden. Damit ich ein bisschen. Ja, ich kann nicht nur besser tragen, aber auch besser bewegen und ein bisschen mehr. Mich besser bewegen mit den ganzen Klamotten, die ich hier trage. Die wiegen ja auch ein bisschen ein paar Tonnen. Ausrüstung reparieren. Würde ich mal machen. Oh, was habe ich hier alles noch hier noch nicht repariert, ey. Alter Falter. Ja, doch, hier, warte mal. Lederstulpen, Ketten, Gamaschen. Alles mal reparieren hier. Oh, Auriwaffe verstärken. Kann ich jetzt einfach hier schon plus Nomad gehen hier oder wie habe ich das jetzt? Macht mich gerade so neugierig. Ritterhellebarde. Ja, plus. Ja, das ist normal. Funkel Titanic. Das ist doof, ey. Da kann ich nicht was anderes verwenden. Ich will jetzt nicht die ganze Funkel Titanic dafür verbrauchen. Kleine Scherbe ist auch gut. Putzbogen. Also ich habe ja noch echt viel zu appen irgendwann mal. Aber wenn das mir alles mit kleinen Scherben nur geht, ist das ja auch noch in Ordnung. Kanisois Schild. Die besser? Warte mal kurz, da will ich kurz mal nachschauen. Ja, ich sehe aber für Schadenreduktion hier, das ist schon wieder schlecht, weil. Ja, der kann jetzt zum Beispiel, wenn ich mich mit einem normalen Angriff angreife, nehme ich keinen Schaden. Aber dafür ist auch besser im Feuer, aber dafür schlechter Magie und Blitz. Ist auch wieder doof. Der wiederum ist auch wieder besser. Aber wiegt eine Haltung? Oh, ich krieg da eine bessere Haltung von. Aber das Gewicht ist dann wieder mehr, wie ich sehe. Bewege ich mich auch wieder lahmarschig. Kann ich so das Schild. Hoi! Das ist ja mal ein geiles Schild. Also eventuell habe ich ein neues Schild gerade gefunden, habe ich das Gefühl. Der gibt ja bessere. Und der wiegt immer noch so, genauso viel wie der andere. Drachenschild, genauso viel. Magie zwar wenig, aber dafür mehr in Feuer und Blitz. Was ist mein anderes Schild nochmal? Ja, ich weiß nicht. Das ist aber, dafür finde ich das andere Schild aber wieder besser. Holzschild, ja, Holz. Ich und mein Holz. Holzi, Holzi, Holz, Holz, Holz. Ich finde jetzt nichts interessant. Was? Warte mal. Die Hell macht mehr Schaden als die schwarze Ritterhellebarde? Ja, sehr witzig. Ich war jetzt schon irritiert, ey. Hallo? Dachte jetzt schon. Warum? Ja, wegen der Blau und so. Ja, okay. Ich sehe schon Attributbonus D und D. Ja, der macht dann noch schlechter, aber naja. Gargoyle-Axt. Auch nicht gerade der Ware.
Panzerbrecher, Rapierketten, Claymore, gezackte Geisterklinge. 200 plus 5 für schon, ey. Das ist irgendwie lahmarschig geworden, finde ich. Wo ich das hochgeplust habe, fand ich irgendwie, dass der langsamer geworden ist. Bastardschwert, ey. Von John Schnee. Was habe ich ja? Stachelschwert, Baldersseitenschwert, Breitschwert. Ich sagte, ich hatte ja letztes Jahr einen kleinen Großeinkauf gemacht da. Und ich habe ja bald die Möglichkeit jetzt zu verkaufen, da weiß ich ja. Und dann werde ich all die Klamotten, die ich hier doppelt habe, die verkaufe ich. Ja, nicht alle, aber ich weiß ja, dass man auch so einige Sachen braucht, um die für die Weiterentwicklung so. Aber naja, sehen wir erstmal nach. Erstmal mache ich jetzt mal kurz die Schnitti. Ich chill noch hier eine Runde. Und sage, wir sehen uns bei den nächsten Parts von Dark Souls. Wir sehen uns.